Hallo Freunde von Adventure Trails und herzlich willkommen zum neuen kleinen Video. Ja, da ist hier draußen noch mal ein bisschen Sturm. Gehen wir einfach mal rein und dann zeige ich euch mal, wo es geht. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen hier aus Theo. Aber heute geht es nur um das Thema Vanlife. Da kommt noch ein extra Video, wo ich euch auch so ein bisschen den Campingausbau zeige. Heute benutzen wir Theo nur als Wetterschutz. Denn ja, die ganze Woche macht mir hier das Wetter schon Strich durch die Rechnung. Immer wenn ich raus wollte, ja, immer wieder schlechtes Wetter gewesen. Matthias und ich wollten eigentlich auch so ein bisschen rausgehen und kochen. Allerdings hat uns da auch das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Daher haben wir so einen kleinen Livestream gemacht. Der ein oder andere hat ihn vielleicht schon gesehen. Ansonsten schaut einfach mal bei Matthias auf den Kanal. Ja, und worum geht es da heute in diesem Video hier? Ihr habt vielleicht schon unten im Text gelesen. Vorstellung von 3 kleinen YouTube-Kanälen unter 1000 Abonnenten. Das Ganze ist im Moment so ein bisschen am Laufen wie so eine Challenge. Ich wurde da getaggt vom Kanal Walderleben, vom Phil. Schöne Grüße an dich, Phil. Ja, und er hat gefragt, mach doch einfach mal mit, stell auch 3 Kanäle vor, die unter 1000 Abonnenten haben. Das Ganze, ja, wurde von mir schon mal gemacht vor, ja, gut einem Jahr. Da habe ich euch schon mal 3 Kanäle vorgestellt. Und da dachte ich, ah ja, komm, warum nicht? Man kann ja jedes Jahr einfach mal so eine kleine Session machen, ein paar Kanäle vorstellen. Und daher gibt es heute halt wetterersatztechnisch meine Video aus Theo zum Thema, welche YouTube-Kanäle kann man bei so schlechtem Wetter einfach mal schauen, wenn man nicht selber vor die Tür gehen kann. Ja, und dann habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, welche 3 Kanäle könntest du vorstellen? Denn es ist gar nicht so einfach. In meiner Abo-Liste habe ich viele kleine Kanäle, auch im Outdoor-Bereich sind sehr viele kleine Kanäle unterwegs. Und da sind auch Kanäle dabei, die richtig guten, ja, Content machen, richtig gute Videos machen. Ein Teil von den Kanälen wurde aber auch schon getaggt von anderen YouTubern. Und da habe ich mir 3 Kanäle einfach mal rausgepickt, wo ich dachte, ja, die könnten ruhig mal ein paar Abonnenten mehr kriegen. Denn ja, die sind noch zu unbekannt, obwohl sie sehr gute oder schöne Videos machen. Und habe so 3 Kategorien halt gebildet. Und die erste Kategorie ist Wandern, Hiking. Also auch ein Thema, was mein Kanal sehr verfolgt. Und hier möchte ich einfach den Kanal Trail Roads rausheben, den Patrick und die Sabrina. Patrick und Sabrina, die machen vor allem Long Hikes, also das heißt, die gehen ganze Wanderwege, wie zum Beispiel, ich mache ja immer eher so die kleinen Rundwege, die Traumschleifen und so. Und die machen halt immer so Sektionen von Wanderungen im Bereich, ja, sag ich mal, der Rheinstieg oder Hunsrücksteig, Eifelsteig, so komplette Etappen. Oft machen die dann immer nur so Wochenendetappen, wo die dann nochmal, sag ich mal, 3-4 Touren gehen und dann einfach ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende später gehen die dann die nächsten 3-4 Touren von dieser Etappe. Und daher machen die mehr so Longhikes und ich dachte für den einen oder anderen auch interessant, weil bei mir sind ja immer eher so die kleinen kurzen Touren, die ich zeige und die machen halt so Mehrtagestouren. Ja, dann kommen wir zum zweiten Bereich der Liste, diesmal im Bereich Vanlife und hier grüße ich die Mali. Die Mali hat einen Kanal, der heißt Camper Van Adventure. Und ja, die beschäftigt sich halt, wie der Name schon sagt, Camping, Vanlife, aber auch so ein bisschen Abenteuer erleben. Die Mali hat bisher nur 3 Videos, aber die will noch mehr Videos drehen in nächster Zeit. Die ist sehr aktiv auf Instagram. Auch Trailroads können auf Instagram verfolgen. Wie gesagt, schaut doch einfach mal unten rein. Ich verlinke euch, also zeige euch auch immer unten die Bilder und verlinke die euch auch in der Infobox. Die Kanäle, dann schaut einfach mal bei den, ja, Kanälen vorbei, denn richtig schöne Videos, auch die 3 Videos, die Mali bisher gemacht hat, so richtig coole Videos zum Thema Camping und Vanlife und die bringen so ein bisschen diesen Lifestyle rüber. Und wie gesagt, ein sehr schöner Kanal und da sollte man auch einfach mal reinklicken und der eine oder andere vielleicht dranbleiben. Ja, dann kommen wir schon zum dritten Kanal und den habe ich so ein bisschen auf die Schiene Lost Places gesetzt. Allerdings stimmt das schon für den Kanal vielleicht gar nicht mehr so ganz. War eigentlich früher der Schwerpunkt von dem Kanal, aber mittlerweile ist er eher meinem Kanal ähnlich geworden, weil er auch Wanderungen macht. Er hat auch Outdoor-Projekte, stellt auch mal ein bisschen Ausrüstung vor, Tipps und Tricks im Outdoor-Bereich. Und das ist der Domme, der Typ auf der Couch. Und den Kanal habe ich schon mal vorgestellt, wird jetzt der ein oder andere sagen. Aber ich finde den Kanal immer noch super klasse. Ich schaue sehr gerne seine Videos. Ich weiß, Eva schaut auch immer gerne die Videos von ihm. Und ja, der erzählt viel Geschichte zu Lost Places. Mit einer super Erzählerstimme hat er auch. Also er könnte sicherlich auch beim Radio arbeiten. Super nachvertont. Ist immer schön, die Videos anzuschauen. Auch diesen Hintergrund in diesen Videos von ihm zu bekommen. Und daher habe ich ihn einfach nochmal nominiert, weil ich finde, er hat viel mehr Abonnenten verdient. Wie, ja, ich glaube im Moment ist er so um die 300 oder so. Und er hat wesentlich mehr Abonnenten verdient. Und deswegen schaut da nochmal alle vorbei und lasst ihm mal ein Like da. Das waren die 3 Nominierungen von mir. Wie gesagt, ihr 3, wenn ihr Lust habt, macht bei dieser Challenge mit. Ich fordere euch da jetzt nicht extra heraus. Wenn ihr Lust habt, macht ein Video dazu. Stellt auch 3 andere Kanäle vor unter 1000 Abonnenten. Wie gesagt, wenn ihr die Zeit und die Lust dazu habt, das könnt ihr auch über Instagram machen. Da seid ihr auch alle sehr aktiv. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, meine Abo-Liste, müsst ihr wissen, die ist wirklich groß und man kann nicht jeden Kanal da vorstellen.
Aber ich werde hier unter dem Video auch nicht die ganzen löschen. Hier, schaut mal bei mir vorbei, mein Kanal ist schöner. Ihr könnt das ruhig in die Kommentare reinschreiben. Manchmal findet man so den einen oder anderen schönen Kanal noch, der einfach noch eine viel zu kleine Reichweite hat. Dürft ihr gerne alle unten rein kommentieren. Wie gesagt, ich freue mich auch immer wieder, wenn der eine oder andere bei meinem Kanal hängen bleibt. Und ich sehe das auch nicht als Konkurrenz, das Ganze, sondern sehe das eher so als gemeinsames Miteinander und gemeinsam eine Community pflegen und sich gegenseitig austauschen. Ja, mir bleibt noch zu sagen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, über eure Kommentare. Einfach noch Kanäle, die ihr vorschlagen wollt, unten in die Kommentare rein. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian von Adventure Trails.